Ja, hi, weiteres Video zum Thema Statik. Heute beschäftigen wir uns wieder mal mit dem Fachwerkträger. Ich habe da schon ein paar Aufgaben zu eingestellt. Grundsätzliches zu dem Thema Fachwerken, wie man Nullstäbe erkennt, etc. Wenn ihr die Video nicht gesehen habt, euch das, die Thematik nicht klar sein sollte, dann schaut mal vorbei, ist hier verlinkt. Ja, wie geht man dabei vor bei solchen Fachwerken? Sofern möglich, ja, sofern es die Aufgabenstellung erlaubt, bestimmt ihr zunächst die Auflagerkräfte, also hier an den Lagerstellen A und B. Hin und wieder gibt es Aufgaben, da ist das System als solches unbestimmt. Man kann vielleicht gar nicht direkt die Lagerkräfte bestimmen. Da müsst ihr dann vielleicht euch über die Knoten, über die einzelnen Knoten vorarbeiten. Aber ansonsten gilt grundsätzlich, Lagerkräfte bestimmen ist meistens der einfachste Weg. Ja, die Kräfte, die Abmessungen etc. sind hier gegeben in der Aufgabenstellung. Wir sollen die Lagerreaktionskräfte bestimmen. Wir sollen danach alle Stabkräfte bestimmen und zur Kontrolle die Stabkraft S11, S6 und S7 zusätzlich mit dem Ritterschen Schnittverfahren nochmal bestätigen. Ja. Ja, beginnen wir erstmal mit den Lagerreaktionskräften. Wie immer müsst ihr eine Richtung der Reaktionskraft annehmen. Wir haben hier ein Loslager, das heißt, wir werden hier nur in Y-Richtung eine Kraft aufnehmen können. Und hier in der Lagerstelle B haben wir ein Festlager, das heißt, wir haben hier BY. Ja, BX scheint relativ eindeutig zu sein, muss nach rechts werden. Ja, okay, damit können wir die Lagerreaktionskräfte bestimmen. Summe aller Momente bietet sich hier an, also die Gleichgewichtsbedingungen der Momente aufzustellen. Entweder Drehpunkt in A oder in Punkt B, damit eine der Unbekannten zunächst mal aus der durch die Momentengleichung eliminiert wird. Ich entscheide mich jetzt hier für die Lagerstelle A, also Summe aller Momente um den Punkt A ist gleich 0. Ja, was haben wir hier im Einzelnen? Wir haben hier diese Kraft F2 mit dem Hebelarm B, die gegen den Uhrzeigersinn wirkt, also positiv. F2 mal B. Dann im Uhrzeigersinn F1 mit dem Hebelarm 2B. Ja, und dann haben wir hier die Lagerreaktionskraft BY gegen den Uhrzeigersinn, also positiv BY mal 4B. Ja, und die Reaktionskraft BX hat kein Moment, da sie hier mit ihrer Wirklinie genau durch den Drehpunkt A verläuft, sprich keine Hebelwirkung hat. Ja, das alles muss gleich 0 sein. Wir stellen um nach BY. BY ist dann 2F1 mal B minus F2 mal B geteilt durch 4B. Die Bs kürzen sich raus und wir können einsetzen, 2 mal F1, das sind 60 kN, F2, das sind 20 kN, geteilt durch 4. Also 60 minus 20 sind 40, geteilt durch 4 sind 10 kN. Ja, im nächsten Schritt Gleichgewichtsbedingungen aller Kräfte in Y-Richtung. Also Summe FY ist gleich 0. In Y-Richtung haben wir einerseits das AY und das BY, welche beide positiv wirken. Und negativ wirkt F1 ist gleich 0. Wir stellen um nach AY ist F1 minus BY. Also die 30 minus die 10 ergibt 20 kN für AY. Summe Fx, eine relativ einfache Übung in diesem Fall. Summe Fx ist gleich 0. Wir haben in x-Richtung nur zwei Kräfte, die Kraft F2 und Bx. Also schau es mal hier hin. Bx wirkt positiv, minus F2 ist gleich 0.
Daraus folgt bx ist gleich f2. Ja, und f2 beträgt 20 kN. Damit sind die Lagerreaktionskräfte bestimmt. Die schreiben wir uns am besten hier oben auch hin, damit wir hier wieder Platz erhalten. Also das hier. Ja, bevor ihr jetzt an das eigentliche Fachwerk geht und die jeweiligen Stäbe untersucht, schaut euch an, ob ihr vielleicht irgendwelche Nullstäbe auf den ersten Blick erkennen könnt. Ja? Wenn ihr da Nullstäbe habt, also Stäbe, die in der Theorie zumindest keine Kräfte aufnehmen, dann markiert die gleich. Das macht natürlich das Leben nachher bei der Berechnung deutlich einfacher. So viel sei verraten, wir werden hier später einen Nullstab haben. Ich für meinen Teil würde den jetzt nicht sofort erkennen. Insofern müssen wir da analytisch rangehen und jeden Knoten einzeln untersuchen. Bevor wir das tun, nummerieren wir die Knoten durch. Üblicherweise wird es so getan, dass die Stäbe mit den arabischen Zahlen nummeriert werden und die Knoten dann mit römischen Zahlen. Also das hier ist die 1, 2, 3, 4, 5, 6 und den Knoten 7. Ja, und dann betrachten wir nacheinander jeden Knoten einzeln und versuchen die Stabkräfte zu ermitteln. Dabei kann es hin und wieder vorkommen, dass ihr auf einen Knoten trefft, wo ihr zu viel Unbekannte habt. Dann stellt ihr die Gleichgewichtsbedingungen auf und könnt sie auch vielleicht noch nicht gleich lösen. Keine Panik, macht dann mit einem anderen Knoten weiter. Wenn ihr mal an eine Stelle stoßt, wo es nicht weitergeht, weil zu viele Unbekannten da sind, dann hilft oft auch das Ritter'sche Schnittverfahren weiter. Das machen wir hier nachher ja zur Kontrolle. Da können wir uns das gerne nochmal anschauen. Was Grundsätzliches, wo die Vorgehensweise von Professor zu Professor bzw. von Fachliteratur zu Fachliteratur unterschiedlich ist, ist folgende. Wenn ihr den ersten Knoten jetzt hier betrachtet, Knoten 1, dann ist es ja so, dass wir einerseits die Kraft AY hier eintragen können und andererseits die Stabkräfte 1 und 2 von ihrer Wirkrichtung her entweder annehmen müssen. Das ist auch meine bevorzugte Variante. S1 wird aus meiner Sicht nach schräg nach unten drücken müssen, weil ja ein Gleichgewicht zur AY hergestellt werden muss. Sprich die S1, die Y-Komponente von S1, sorgt für das Gleichgewicht in Y-Richtung. Diese S1 hat ja aber nun auch eine X-Komponente, die versucht, den Knoten nach links zu drücken. Ja, gedanklich schiebt sie den Knoten nach links. Das heißt, hier dieser Stab S2 muss als Zugkraft wirken und zieht entsprechend hier nach rechts und sorgt damit für das Gleichgewicht auch in X-Richtung. Wie gesagt, ist meine bevorzugte Vorgehensweise, die Kräfte gleich anzunehmen, was ihre Wirkrichtung angeht, und dann analytisch nachzuweisen, indem ein positives Vorzeichen im Ergebnis herauskommt, ob die Wirkrichtung richtig angenommen war. Es gibt aber auch Professoren bzw. Fachliteratur. Ich mache es mal hier dazu als Alternativ. Die gehen wie folgt vor. AY wird so eingetragen, wie sie tatsächlich vorhanden ist. Und danach gehen die aber grundsätzlich so vor, dass sie alle Stabkräfte immer erstmal vom Knoten wegzeigen lassen. Ja? Also unabhängig davon, ob ihr jetzt seht, welche Wirkrichtung die haben muss, die tragen die Stabkräfte immer vom Knoten weg. Das hat folgenden Vorteil. Ihr werdet nachher bei der Berechnung für diese Stabkraft hier ein negatives Vorzeichen erhalten. Und ein negatives Vorzeichen ist ja allgemein definiert für eine Druckkraft und ein positives Vorzeichen für eine Zugkraft. Hat also auch seinen Charme, diese Vorgehensweise. Entscheidet euch für eines der Verfahren oder notfalls, falls euer Prof, euer Lehrer irgendwas Konkretes vorschreibt, irgendwas Konkretes in der Klausur sehen möchtet, orientiert euch an dem Verfahren eures Profs. Also hier alternativ, was bedeutet, wenn ein negatives Vorzeichen herauskommt, habt ihr eine Druckkraft. Und wenn ein positives Vorzeichen herauskommt, habt ihr eine Zugkraft,
beziehungsweise Druckstab, Zugstab. Hier ist es anders. Da geht man so vor, dass man sagt, man nimmt die Wirkrichtung an. Wenn sich die angenommene Wirkrichtung durch ein positives Vorzeichen bestätigt, dann ist es immer so, dass wenn ihr vorher die Wirkrichtung zum Knoten hin zeigt, dass ihr dann einen Druckstab habt. Zum Knoten hin, Druckstab. Vom Knoten weg, Zugstab. Ja, also, ihr nehmt die Kraft zum Knoten hin an, in diesem Fall. Ihr bekommt ein positives Ergebnis, das bestätigt, ihr habt es richtig angenommen und damit ist es ein Druckstab. Wenn ihr ein negatives Ergebnis bekommt, hier, für S1, dann bedeutet es, dass es tatsächlich ein Zugstab ist. Also es ist gerade eine umgekehrte Denkweise, wie hier zu der Alternative. Von daher sollte man sich früher oder später für eines dieser Varianten entscheiden, damit man da nicht durcheinander kommt. Okay, machen wir diesen ersten Knoten frei. Wir schreiben, Summe aller Kräfte in Y-Richtung ist gleich 0. Was haben wir in Y-Richtung? Wir haben AY und minus S1 mal. Naja, was haben wir denn hier? Wir haben B hoch und B breit. Das heißt, alle Winkel, die wir hier in diesem Fachwerk auffinden werden, haben 45 Grad. Wir können also hier schreiben, Sinus 45 Grad ist gleich 0. Nach S1 umgestellt ergibt sich dann AY, also die 20 kN, geteilt durch Sinus 45 Grad. So, das gibt einen Wert von 20 Wurzel 2 kN. Ja, und damit können wir auch schon S2 bestimmen. Summe aller Kräfte in x-Richtung muss gleich 0 sein. Was haben wir hier im Einzelnen? Wir haben minus S1 mal Cosinus 45 Grad plus S2 ist gleich 0. S2 ergibt sich damit zu S1 mal Cosinus 45 Grad. Ja, und damit erhalten wir wieder einen Wert von 20 kN. So, der Knoten 1 ist damit abgearbeitet. Gehen wir weiter zum Knoten 2. Schauen wir uns an, was dieser Knoten hier im Einzelnen beherbergt. Wir haben einerseits die Stabkraft S1. Da geht es jetzt weiter. Bei dieser Alternative würdet ihr wie immer einfach alle Kräfte vom Knoten weg einzeichnen, gar nicht drüber nachdenken, immer die Stabkräfte vom Knoten weg. Hier ist es anders, da gehe ich von der Reaktionskraft aus, ja, meine Last, meine Kraftwirkung, meine Annahme der Kraftrichtung war ja korrekt, wurde ja bestätigt mit den positiven Vorzeichen. Das heißt, die Reaktionskraft, die ich hier dann hier oben habe, die wird umgekehrte Wirkrichtung haben, also auch, ja, auf den Knoten hinzuzeigen, so wie hier. Dann habe ich hier die Stabkraft S4, die nehme ich wie folgt an, S4, und ich habe die Stabkraft S3. S3 wird meines Erachtens nach unten ziehen. Warum gehe ich davon aus, S1 schräg nach oben, das heißt, sie hat eine X-Komponente, die versucht, den Knoten nach rechts zu drücken. S4 muss demnach nach links drücken, das ist meine Annahme. Und da wir hier eine Y-Komponente nach oben haben, muss S3 nach unten ziehen. Was jetzt nicht eindeutig ist, ist die S4. Warum? Weil wir hier zusätzlich noch eine externe Kraft haben, F2. Und diese Kraft F2, die zieht ja nach links. Das heißt, je nachdem,
wie groß die Komponente S1 in x-Richtung ist und je nachdem wie groß die Kraft F2 in x-Richtung ist, kann es sein, dass S4 vielleicht auch nach rechts wirkt statt nach links oder dass sie vielleicht sogar zu 0 wird. Schauen wir uns das im Einzelnen an, welche Kräfte wir haben. Wir können wieder mit Summe aller Kräfte in y-Richtung beginnen. Summe Fy ist gleich 0. Da haben wir unser S1' mal Sinus 45 Grad minus S3 ist gleich 0. S3, ja, ihr stellt um, S3 ist S1' mal Sinus 45 Grad. Wir erhalten damit wieder 20 kN. Geht weiter mit Summe aller Kräfte in x-Richtung, muss gleich 0 sein. Was haben wir? Wir haben unser S1' mal Cosinus 45 Grad minus S4 und minus F2 ist gleich 0. Und die einzige Unbekannte, die wir haben, ist unser S4. Nach der stellen wir um. S4 ist gleich S1' mal Cosinus 45 Grad minus F2. Ja, unser S1', der gerade die 20 Wurzel 2 mal Cosinus 45 Grad und minus F2 sind die 20 kN. Und ihr werdet feststellen, wir erhalten ein Ergebnis von 0. Das heißt, hier haben wir jetzt tatsächlich einen Nullstab gefunden, der auf den ersten Blick so gar nicht zu erkennen war. Zumindest für mich nicht. Okay, damit wäre auch der Knoten 2 soweit abgearbeitet. Ja, ich habe die Zwischenergebnisse hier mal aufnotiert. Wie gesagt, was wichtig ist, wenn ihr nicht mit dieser alternativen Lösung arbeitet, ja, bei dem die negativen Ergebnisse als Druck und die positiven Ergebnisse als Zugstab ausgewiesen werden, dann ist es wichtig, dass ihr bald zu den Ergebnissen hier, die ja natürlich alle positiv sind, sofern ihr die Wirkrichtung korrekt annimmt, dass ihr jeweils Druck oder jeweils als Zug das dazu schreibt, ist wichtig für die Auslegung. Warum? Zugstäbe sind ja nur, in Anführungszeichen nur, auf Zugspannung nachzuweisen. Ja? Die Zugspannung des Materials oder die zulässige Spannung des Materials auf Zug nicht überschritten wird. Bei den Druckstäben, da habt ihr zusätzlich den Nachweis auf Knickung durchzuführen. Insofern ist es wichtig, welche der Stäbe einen Druckstab und welche als Zugstab belastet werden. Gehen wir weiter. Wir haben die Knoten 1 und 2 abgefespert. Geht weiter mit dem Knoten 3. Was haben wir hier im Knoten 3 im Einzelnen? Wir hatten einerseits die Kraft S3 als Zugstab. Das heißt, sie wird hier unser S3' sein. Schauen wir noch dazu. Das ist der Knoten 3 hier. Dann haben wir unser Stab S5. Auch der wird aller Voraussicht nach ein Zugstab sein. Unser Stab S2 war als Zugstab definiert. Das heißt, unsere Kraft wird hier wegzeigen und dementsprechend wird unser Stab 11, naja, das wissen wir nicht genau, wie groß die jeweiligen Komponenten sind. Ich nehme unseren Stab S11, sofern ich es nicht besser weiß, hier einfach mal als Zugstab an, S11. Ja, jetzt geht es wieder los. Welche Kräfte haben wir? Wir wissen die S2, wir wissen die S3. Unbekannt ist die S5 und die S11. Am einfachsten ist es jetzt Summe aller Kräfte in Y-Richtung. Damit können wir die Y-Komponenten schon mal bestimmen. Ja, ich sehe gerade, die S5 muss ein Druckstab sein, da sonst das Gleichgewicht in Y-Richtung nicht hergestellt werden kann. Okay, also Summe aller Kräfte in Y-Richtung muss gleich 0 sein. Wir haben unser S3' und wir haben unser S5 mit Sinus 45 Grad ist gleich 0. S5 ist S3' durch Sinus 45 Grad ist gleich 0.
S3 sind die 20 kN durch Sinus 45 Grad. S5 ergibt sich damit zu 20 mal 2 kN. Schreibe ich mir gleich auf. S5, 20 Wurzel 2 kN. Ich hatte ihn als Druckstab angenommen, durch ein positives Vorzeichen bestätigt. Das heißt, wir haben hier einen Druckstab. Nächster Schritt, Summe aller Kräfte in X-Richtung, muss gleich 0 sein. Wir haben minus S2', wir haben plus S11 und minus S5 mal Cosinus 45 Grad ist gleich 0. Nach S11 umgestellt ergibt sich S2' plus S5 mal Cosinus 45 Grad. S2 sind 20 kN plus S5 sind 20 Wurzel 2 kN mal Cosinus 45 Grad. S11 ergibt sich damit zu 40 kN. Auch hier Vorzeichen positiv, unsere Kraftrichtung wurde bestätigt. Wir haben hier einen Zugstab. Geht weiter mit dem Knoten 4. Der Knoten hat einerseits die externe Kraft F1 aufzunehmen. Wir wissen, die Stabkraft 4 ist ein Nullstab, brauchen wir hier gar nicht berücksichtigen. Dann haben wir unser S5' als Druckstab und die Kraft S6 nehme ich hier auch als Druckstab an und S7 muss ich annehmen. Ich nehme die hier als Druckstab an. So, ich beginne mit Summe aller Kräfte in Y-Richtung. Summe aller Kräfte in Y-Richtung ist gleich 0. Warum beginne ich mit in Y-Richtung? Die F1 ist bekannt, die S5 ist bekannt. Das heißt, die einzige Komponente in Y-Richtung, die unbekannt ist, ist die S6. Insofern macht es natürlich Sinn, die gleich zu berechnen. Anders wäre es in X-Richtung, da habe ich zwei Unbekannte, nämlich S6, S7, da könnte ich nicht sofort lösen. Insofern macht es Sinn, erst über Summe aller Kräfte in Y-Richtung die S6 zu bestimmen. Also im Einzelnen minus F1 plus S5' mal Sinus 45 Grad und plus S6 ist gleich 0. Umgestellt nach S6 ergibt sich F1 minus S5' mal Sinus 45 Grad. Ihr gebt die Werte ein, haltet einen Wert von 10 Wurzel 2 kN. So, die S6 wirkt auf den Knoten zu, ist also ein Druckstab. Tragen wir hier gleich ein, S6, 10 Wurzel 2 kN. Druckstab. Summe aller Kräfte in X-Richtung ist gleich 0. Ja, in X-Richtung haben wir S5' mal Cosinus 45 Grad minus S7 und minus S6 mal Cosinus 45 Grad ist gleich 0. Wir stellen um nach S7. S5' mal Cosinus 45 Grad und minus S6 mal Cosinus 45 Grad. Werte einsetzen, S5 ist bekannt, hatten wir hier schon, S6 hatten wir eben bestimmt.
ergibt einen Wert von 10 kN. Ja, S7 war zum Knoten hingerichtet, wurde bestätigt, positives Vorzeichen. Wir haben hier also auch einen Druckstab. Wir machen weiter mit dem Knoten 5. Was haben wir im Knoten 5 im Einzelnen? Wir haben den Stab S7. Der S7 ist ein Druckstab, das heißt, die Reaktionskraft wirkt hier auch auf den Knoten ein. Dann die Stabkraft S8 kennen wir im Einzelnen nicht, 9 kennen wir im Einzelnen nicht. Meine Annahme, S9 wirkt als Druckstab und S8 entsprechend als Zugstab. Summe aller Kräfte in x-Richtung ist gleich 0. Wir haben die S7' und S9 mal Cosinus 45 Grad ist gleich 0. S9 ist S7' geteilt durch Cosinus 45 Grad. S7 setzt ja die 10 kN ein, teilt durch diesen Ausdruck hier und erhaltet einen Wert von 10 Wurzel 2 kN. Können wir hier also auch als Zwischenergebnis festhalten, S9, 10 Wurzel 2 kN als Druckstab. Geht weiter mit Summe aller Kräfte in Y-Richtung ist gleich 0. Wir haben minus S8 plus S9 mal Sinus 45 Grad ist gleich 0. Die S8 ist zu bestimmen. S8 ist dann S9 mal Sinus 45 Grad. Und dann entsprechend wieder genau 10 kN. Ausgeführt als Zugstab. So, wir gehen weiter. Ob ihr jetzt diesen Knoten oder diesen Knoten hier als erstes macht, ist im Prinzip egal. Ich entscheide mich jetzt hier für diesen Knoten. Warum? 11 ist bekannt, 6 ist bekannt, 8 ist bekannt, die einzige unbekannte ist die 10. Das scheint mir im ersten Moment einfacher auszurechnen. Also, Knoten 7. Was haben wir im Einzelnen? Wir haben unsere 11. 11 ist ein Zugstab, zeigt also auch die Reaktionskraft entsprechend vom Knoten weg. Dann haben wir unsere 6. 6 ist ein Druckstab, das heißt auch die S6' zeigt auf den Knoten zu. Wir haben die 8. 8 ist ein Zugstab, das heißt auch die Reaktionskraft zeigt vom Knoten weg. Und dann haben wir die 10. Die 10 müssen wir jetzt annehmen. Wir wissen nicht genau, welche Komponente hier die größere sein wird. Wir können es kurz vergleichen. Die S11 sind 40 kN, die so wegzieht. Die S6 ist dementsprechend deutlich kleiner. Das heißt, wir werden unsere S10 hier als Zugkraft annehmen und schauen, ob das denn auch korrekt ist. Wir starten eigentlich nur mit Summe aller Kräfte in x-Richtung. Das ist die einzige Unbekannte, die wir noch haben. Also Summe aller Kräfte in x-Richtung muss gleich 0 sein. Wir haben minus S11' und plus S6' mal Cosinus 45 Grad und plus S10 ist gleich 0. Umgestellt nach S10 erhalten wir S11' minus S6 mal Cosinus 45 Grad. Ihr setzt die Werte ein und erhaltet 30 kN. Positives Vorzeichen bestätigt. Wir haben hier tatsächlich einen Zugstab. S10, 30 kN. Ja, die Stabkräfte S9 haben wir, Stabkraft S10 haben wir. Insofern brauchen wir diesen Knoten separat nicht mehr untersuchen. Was ihr tun könnt,
Ihr könnt den zur Kontrolle euch anschauen. Warum? Wenn ihr euch den jetzt anschaut, dann muss letztendlich bei der Betrachtung, also bei den Gleichgewichtsbetrachtungen, eine Bestätigung für das BX und BY entstehen, was wir ganz zu Beginn ermittelt hatten. Ja? Ich zeige euch, wie gesagt, es nur zur Kontrolle, müsst ihr nicht tun. Zur Kontrolle schauen wir uns jetzt den Knoten 6 noch an. Was haben wir hier im Einzelnen? Wir haben die 9. Die 9 ist ein Druckstab, zeigt also auf den Knoten zu. Das ist 9 Strich. Wir haben die 10. Die 10 ist ein Zugstab, zeigt also vom Knoten weg. Das ist 10 Strich. Dann haben wir unser BY und unser BX. Ja, jetzt geht's los mit den Gleichgewichtsbedingungen. Fangen wir an, eine Summe aller Kräfte in Y-Richtung muss gleich 0 sein. Wir haben minus S9' mal Sinus 45 Grad plus BY muss gleich 0 sein. Ihr setzt die Werte ein und ja, könnt ihr gerne für euch machen. Werdet feststellen, es ist tatsächlich 0. Ich trage mal noch die Werte ein, also minus 10 Wurzel 2 mal Sinus 45 Grad plus BY, BY waren unsere 10 kN, ergibt tatsächlich 0 und das war ja zu beweisen. Machen wir das gleiche noch für Summe aller Kräfte in X-Richtung, ist gleich 0. Wir haben minus S10 Strich, wir haben plus S9 Strich mal Cosinus 45 Grad und wir haben plus Bx ist gleich 0. S10 sind minus 30, S9 sind 10 Wurzel 2 mal Cosinus 45 Grad und die Bx sind 20 kN. Tipp zum Taschenrechner ein, auch da solltet ihr einen Wert von 0 herausbekommen. Wie gesagt, das dient nur zur Kontrolle. Wenn da ein abweichendes Ergebnis herauskommen sollte, dann habt ihr euch unterwegs irgendwo verrechnet. Ja, damit sind die Stabkräfte alle bestimmt. Ist nur noch offen die Kontrolle der Stabkräfte S11, S6 und S7 über das Ritter'sche Schnittverfahren. Ja, das Ritter'sche Schnittverfahren habe ich an anderer Stelle in einem separaten Video schon mal erklärt. Wenn ihr es nicht gesehen habt, wo euch das Verfahren als solches unklar sein sollte, dann schaut da gerne nochmal vorbei, ist hier verlinkt. Was macht man beim Ritter'schen Schnittverfahren? Ja, man macht gedanklich einen Schnitt durch das Fachwerk hindurch. Es müssen genau 3 Stäbe sein, die ihr schneidet. Und natürlich sollten die Stäbe dabei sein, die ihr ja da auch bestimmen wollt. Bei uns im Fall ist es die S11, S6 und S7. Das heißt, wir machen den Schnitt hier durch und schauen uns gedanklich nur eine Hälfte dieses Fachwerks an. Also ihr macht euch gedanklich hier ein Blatt drüber und schaut euch nur dieses Fachwerk hier an, nur diesen Teil des Fachwerks. Und da ist es jetzt so, von der Vorgehensweise her zeichne ich die Kräfte alle vom Knoten weg an. Ja, also da gehe ich auch diesen alternativen Weg. Also mache hier mein S7, hier mein S6 und hier mein S11, unabhängig davon, ob das ein Zug oder Druckstab ist. Ja? Und dann gehen wir wie folgt vor. Alle 3 Kräfte sind für uns unbekannte Kräfte. Ja? Wir wissen die noch nicht. Und wir sollen ja mit dem Ritter'schen Schnittverfahren kontrollieren, ob das, was wir hier vorher gerechnet haben, auch korrekt ist. Auch sonst, wenn ihr ein Fachwerk habt, und ihr sollt nicht alle Stabkräfte bestimmen, so wie es jetzt hier bei dieser Aufgabe war, sondern irgendwo mittendrin ein paar Stabkräfte bestimmen. Dann macht euch nicht diese riesige Arbeit, wie wir sie jetzt gemacht haben, sondern geht direkt mit dem Ritter'schen Schnittverfahren in das Fachwerk hinein und bestimmt über die Auflagerkräfte und die Momentengleichung eure Stabkräfte. Was ist jetzt das Prinzip? Angenommen, wir wollen mit der S11 beginnen. Dann legen wir unseren Drehpunkt fest, indem die anderen beiden unbekannten Kräfte
hineingehen, ja, indem sie sich schneiden. Und das wäre hier ja der Knoten 4. Wir schauen uns also den Knoten 4 als Drehpunkt an. Alles andere blenden wir aus auf der linken Seite und machen die Momentengleichung um den Drehpunkt im Knoten 4. Summe aller Momente um 4 muss gleich 0 sein. Ja, also das Prinzip sagt, egal wo ihr euer Fachwerk aufschneidet, das Fachwerk als solches muss an jeder beliebigen Stelle auch den Gleichgewichtsbedingungen entsprechen. Was haben wir jetzt hier alles um diesen Punkt 4? Die Kraft F1 hat keinen Hebelarm, kann also in der Momentengleichung unberücksichtigt bleiben. Die S7 geht genau durch diesen Drehpunkt in 4, kann unberücksichtigt bleiben. Die S6 ebenso, geht genau durch den Drehpunkt, kann unberücksichtigt bleiben. Die S11 hingegen hat den Hebelarm, nämlich genau um in der Größe B, um diesen Drehpunkt herum, im Uhrzeigersinn, also negativ. Minus S11 mal B. Und dann haben wir hier unsere Lagerreaktionskräfte, die auch ihre Wirkrichtung haben und ihren Hebelarm. Bx wirkt gegen den Uhrzeigersinn, also positiv. Und By wirkt gegen den Uhrzeigersinn mit dem Hebelarm 2b. So, jetzt können wir nach S11 umstellen. Das ist ja unsere Unbekannte. Bx waren die 20 kN mal B. By waren die 10 kN mal 2b. Geteilt durch b, das b kürzt sich heraus. Wir haben hier 20 plus 20 gleich 40 kN. Und die haben wir hier ja auch schon, die 40 kN. Das heißt, hiermit haben wir unser Ergebnis bestätigt. Machen wir weiter mit der S6. Nun, die S6. Ja, bei der S6, da legen wir den Drehpunkt sinnvollerweise in den Knotenpunkt 5 hinein. Warum? Damit ist die S7 schon mal eliminiert. Und die S11, die haben wir ja schon bekannt. Das heißt, die können wir dann getrost auch in die Momentengleichung mit aufnehmen. Also, Summe aller Momente um den Knotenpunkt 5 muss gleich 0 sein. S7, wie gesagt, hat keinen Hebelarm. Dann haben wir hier die S6, die Y-Komponente geht durch den Drehpunkt, muss nicht berücksichtigt werden, lediglich die X-Komponente im Uhrzeigersinn, also negativ minus S6 mal Cosinus 45 Grad und minus S11, der Hebelarm fehlt natürlich noch, S6 mal Cosinus 45 Grad mal B. Und minus S11 mal B. Dann haben wir den Bx gegen den Uhrzeigersinn. Also plus Bx mal B. Und plus By. Achtung, jetzt ist es nur ein B. Hebelarm ist gleich 0. Wir stellen um nach S6. Ist Bx mal B. Plus By mal B und plus S11, minus S11 mal B. Und das alles geteilt durch Cosinus 45 Grad mal B. Das B kürzt sich wieder heraus. Ihr setzt die Zahlenwerte ein. Also das Bx 20 kN, das By sind 10 kN und das S11 sind 40 kN. Geteilt durch Cosinus 45 Grad und ihr erhaltet hier einen Wert von minus 10 Wurzel 2 kN. Warum haben wir jetzt hier ein negatives Ergebnis? Naja,
weil die Kraft S6 ja tatsächlich eine Druckkraft ist, hier also die Wirkrichtung vom Knoten weg zeigt, deswegen ein negatives Vorzeichen, ist also korrekt mit unserer Annahme, ist eine Druckkraft, also passt soweit. Ja, entsprechendes könnt ihr auf die Stabkraft S7 machen, ihr legt auch wieder einen Drehpunkt fest, stellt die Momentengleichung auf und löst dann nach S7 auf. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt mir gerne und ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis die Tage. Thank you.